So, herzlich willkommen zum nächsten portox.de Tutorial-Video für unseren Minecraft-Server. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euer Haus vorbereitet, dass ein Admin oder Moderator euch das sichern kann auf unserem Minecraft-Server. Das ist ganz einfach, und zwar, ihr habt hier, wie in diesem Beispiel gezeigt, ein kleines Haus gebaut. Da ist egal eigentlich, wie das aussieht. Ihr müsst halt nur wissen, wo ihr eure Eckpunkte habt. Das heißt, in dem Fall ist es jetzt relativ einfach, weil man sieht hier, hört auf dieser Achse, hört hier das Haus aus mit, auf mit diesem Glowstone-Block und hier mit dieser Kante von dem Haus. Das heißt, ihr geht in die Ecke und baut in die Ecke einen Block. Hier unten ist jetzt die erste Ecke. Das gleiche macht ihr noch genau gegenüber von dem Haus auf der anderen Seite. Das ist hier sieht man es auch sehr, sehr einfach. Das ist einfach hier diese Ecke von dem Haus. Hier auch einen Block hinsetzen. Dann habt ihr so schon mal die Größe, die X- und Y-Koordinate. Oder X und Z ist das bei Minecraft, ja. Und Y, die Höhe, die wollen wir jetzt noch rausfinden. Und zwar gucken wir dann einfach. Wir gehen hier auf diese Seite, um das hier zu zeigen. Wir gucken, wie hoch wir unsere Protection haben wollen. In unserem Fall wollen wir jetzt zum Beispiel das ganze Dach protecten. Dann gucken wir, ist das hier schon das ganze Dach? Nein, da gehen wir noch ein höher. Und lassen den obersten Block sozusagen hier stehen. Jetzt wissen wir, hier oben ist die eine Ecke von unserem Haus. Von hier bis hier unten würde dann alles protected werden. Aber wir wollen in unserem Fall jetzt, dass auch noch der Boden protected wird, dass man sozusagen sich nicht unten reinbauen kann. Deswegen machen wir das unten noch ein Stück tiefer, setzen den Block da rein. Und jetzt haben wir die komplette Fläche unseres Hauses sozusagen eingedeckt mit diesen Blöcken. Und wie ihr das jetzt rechnet, wie teuer das wird an Toxic, ist auch relativ einfach. Indem ihr Länge mal Breite mal Höhe durch 3 rechnet. Also Länge ist von hier, also von der einen Ecke sozusagen, bis zu der anderen Ecke, das ist ja hier. Das ist die Länge und von hier, von diesem weißen Wollblock, bis hier ist die Breite. Das heißt, ihr zählt das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ist die Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ist die Länge. Ist egal, Länge mal Breite, Breite mal Länge. Also 15 und 12 haben wir. Und jetzt brauchen wir noch die Höhe. Das ist auch ganz einfach. Ich mache die Blöcke mal kurz hier wieder weg. Zack. Gehen hier hin. Haben jetzt oben den Block, den können wir erzählen. Ich mache hier nochmal alle Blöcke hin, damit das leichter zu erkennen ist. So, jetzt zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und den unteren hatten wir auch noch in der Erde, also 10. 10 ist unsere Höhe. Also haben wir jetzt ausgerechnet 10. Können das mal kurz rechnen. Ich rechne das mal kurz. 10 mal 12 mal 15. Funktioniert gerade nicht. 10 mal 12 mal 15. 10 mal 12 mal 15 ist 1800. Und das Ganze noch durch 3. Durch 3. Ups. War ich aus Versehen wieder im Spiel. Durch 3 wären 600. Und jetzt haben wir die Kosten für dieses Grundstück ausgerechnet. Länge mal Höhe mal Breite durch 3 ist 600. Das bedeutet, dieses Grundstück zu protecten würde 600 Toxic kosten. Also, ihr habt gesehen, das ist relativ einfach. Ihr müsst einfach nur zwei Eckpunkte setzen, den oberen Eckpunkt und den unteren Eckpunkt eures Hauses, jeweils gegenüberliegend voneinander. Und die am besten dann farbig markieren, dass die sich vom Haus abheben, jetzt zum Beispiel weiße Wolle oder einfach Erde geht auch, dann müsst ihr dem Admin oder Moderator aber eben sagen, was das für ein Item ist, was ihr benutzen wollt. Um nun dem Admin Bescheid zu geben, dass ihr euer Grundstück protect wollt, gebt ihr einfach ein slash ticket, upsala,
Ticket und dann ich möchte mein Grundstück sichern lassen. Das gebt ihr ein oder irgendwas in der anderen, so in der Art, dass der Admin oder Moderator weiß, okay, der Spieler möchte bitte sein Haus oder sein Grundstück protecten. Einmal mit Enter bestätigen, dann sieht man da, dass man das Hilfeticket erfolgreich eröffnet hat. Und jetzt müsst ihr euch gar keine Sorgen mehr machen. Der Admin, der das als nächstes sieht, wird es bearbeiten, wird hierhin sich teleportieren. Da müsst ihr also auch keine Koordinaten oder so zuschreiben. Das wird automatisch alles mitgespeichert. Der Admin schaut sich dann euer Haus an, guckt euch sich die Blöcke an und zieht euch das Geld von eurem Konto ab, wenn ihr genug habt. Das heißt, wenn ihr nicht genug Toxic habt und ihr schreibt einfach, okay, ich möchte mein Haus sichern, dann macht er das nicht. Und dann, das ist wahrscheinlich auch die meiste Fehlerursache von euch, wenn ihr irgendwie fragt oder sagt, ich möchte das protected haben, aber es wird dann nicht protected. Dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass ihr nicht genug Geld habt. Wie viel Geld ihr habt, seht ihr mit Slash Money. Bei mir ist das jetzt ein bisschen viel, weil über mich der Shop läuft, aber das ist, tut jetzt nicht zur Sache. Das war das Tutorial, wie ihr euer Haus sichert auf unserem Minecraft-Portox.de Server. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, wir hoffen außerdem, euch möglichst bald auf unserem Server zu sehen. Ja, vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.